Phil Smith, der Analyst bei Market, jenem Institut, das die Daten aus Deutschland erhebt, nämlich zu den Einkaufsmanager Industrie und Dienstleistungen, sagte heute in seinem kommentierenden Text, die Daten sind einfach schrecklich. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Deutschland in der Rezession, das dürfte relativ klar sein jetzt nach den heutigen Zahlen. Und wir sehen, dass nicht nur der Industriesektor richtig abschmiert. Hier sehen wir die Entwicklung 41,450 ist ja die Schwelle zwischen Kontraktion und Expansion. Und wir sind tief in der Kontraktion. Das Ganze begann Ende 2017, also vor dem Trumpschen Handelskrieg, der im Juni 2018 erklärt wurde. Und jetzt sind wir fast schon im freien Fall, hat man das Gefühl. Und das Interessante auch heute oder das Auffällige ist auch heute, dass der Dienstleistungssektor deutlich nachgegeben hat. Mithin also das passiert, was eigentlich passieren musste, nämlich, dass wenn die Industrie schwächelt, dann irgendwann auch der Dienstleistungssektor schwächelt. Wenn die Industrie pessimistischer wird, wenn dort Leute ihre meist befristeten Verträge verlieren, arbeitslos werden, dann werden die auch weniger fröhlich konsumieren. Das ist eigentlich eine Logik, die ist relativ klar. Schauen wir uns mal kurz die Aussagen von Phil Smith an, die er heute getätigt hat zu den Daten. Das wollte ich Ihnen zeigen. Weiterer Monat mit miserablen PMI, also Einkaufsmanager-Daten für Deutschland. Diesmal ist der Composite PMI, also Zusammensetzung aus Dienstleistung und Industrie, auf den niedrigsten Wert seit Oktober 2012 gefallen und damit tief ins Rückgangsterrain abgesackt. Rückgangsterrain ist eine Umschreibung für Rezession, meine Damen und Herren. Und dann sagt er hier noch weiter, die Daten für den Industriesektor sind einfach schrecklich, was die Nachfrage lähmt, sind die Unsicherheit bezüglich der Handelskonflikte, Ausblick für die Automobilindustrie und der Brexit, dies alles hinterließ in den Auftragsbüchern der Industrieunternehmen das größte Minus seit dem Hochpunkt der Finanzkrise 2009. Also da ist einiges gebacken offenkundig, da ist richtig was los. Aber es ist nicht nur in Deutschland so, auch aus den USA gab es heute einen Einkaufsmanager-Index, der zwar in der Headline ein bisschen besser war, nämlich über der 50er-Marke 51,0, was die Industrie betrifft. Aber wenn man sich den Text mal anschaut von Marquette, das ebenfalls die Daten erhebt, dann sehen wir hier alarmierende Dinge, die hier praktisch gesagt werden. Prospects also look gloomy, also die Aussichten sehen nicht gerade glorreich aus, sehen düster aus, heißt es. Ihr Inflows of new business down to the lowest since 2009, also praktisch die Neuaufträge so gering wie seit dem Jahr 2009, also der Finanzkrise nicht mehr. Und die Erwartungen der Firmen weiter runter. Jobs are now always being cut across the surveyed companies, also die Stellen wurden abgebaut, überall bei den Unternehmen, also nicht nur aus dem Industriesektor, sondern auch aus dem Dienstleistungssektor. Und gerade der Dienstleistungssektor ist in den USA ja so wichtig. 83% der Wirtschaft in den USA, so muss es heißen, sind Dienstleistungsunternehmen. Die schaffen zwar nur 70% der Wirtschaftsleistung, aber es ist sozusagen fast alles in den USA nur noch Dienstleistungen. Und wenn es da knackst, dann wird es schwierig. Wir haben heute praktisch den Index Beschäftigung im Dienstleistungssektor bei 49,1, also hier auch kontrahierend, das erste Mal ebenfalls seit der Finanzkrise. Aber die Amerikaner haben sich gedacht, naja, who cares? Es gibt ja den Bibelspruch, selig sind die Amerikaner im Geiste oder so ähnlich. Jedenfalls haben die sich dann ein bisschen fokussiert wieder auf den Handelsoptimismus, nachdem Aussagen des Landwirtschaftsministers in den USA so ein bisschen positiv klangen. Es gab ja vorher schon am Wochenende Klarstellungen oder man machte oft Optimismus von beiden Seiten, sowohl der USA als auch China, als man von konstruktiven oder produktiven Gesprächen gesprochen hatte und gesagt hat, nein, nein, die chinesische Delegation, die ist nicht nach Montana und Nebraska gereist, weil der eine wahrscheinlich zu viel Hamburger gegessen hat aus der chinesischen Delegation, da war es ihm schlecht. Und dann hat er speien müssen und dann hat er halt nicht hin können, da nach Montana oder Nebraska. Nein, man hat gesagt, zu viel Medienrummel, man wolle sich nicht in den Wahlkampf einschalten. Also das sind schon ein bisschen merkwürdige Argumente. Man hat den Eindruck, dass beide Seiten jetzt keine Eskalation wollen. Die Chinesen, weil bald eben am 1. Oktober 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China ist, und die Amerikaner, weil die Wirtschaft schlechter läuft und Trump langsam wirklich die Muffe kriegt, dass ihm hier die Fälle davon schwimmen, dass da eine Rezession kommt, was seine Wiederwahl dann maßgeblich erschweren würde. Apropos Donald Trump, schauen Sie sich mal hier die Zinszahlungen der Amerikaner an, des amerikanischen Staates an. Die liegen derzeit
nun knapp bei über 600 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist mal ein bisschen was, vor allem wenn wir hier sehen, dass sich das Ganze seit dem Jahr 2000 und ein paar zerquetschten fast verdreifacht hat oder mindestens mehr als verdoppelt hat. Diese Kurve ist parabolisch nach oben gerichtet, weil die Amerikaner immer mehr Schulden aufnehmen. Allein in dieser Woche werden Bills aufgenommen, emittiert, also kurzlaufende Staatsanleihen von fast 100 Milliarden Dollar nur in dieser Woche. Das muss man sich mal vorstellen. Und das Geld wird mit beiden Händen ausgegeben. Die Schuldenobergrenze ist endlich weg. Hurra! Jetzt können wir mal richtig auf die Kacke hauen und irgendwann werden die Märkte sagen, Leute, da stimmt was nicht. Das Verhältnis zwischen Wirtschaftsleistung, die möglicherweise jetzt nach unten geht, und Schuldenaufbau, die deutlich nach oben geht, die ist irgendwann nicht mehr tragfähig und dann wird man unangenehme Fragen stellen. Was haben wir noch? Wir haben hier zum Beispiel Charles McEligot, einer meiner favorisierten Analysten von Nomura, der sagt, passt auf, wir haben jetzt ja den großen Verfall erlebt, letzten Freitag. Und normalerweise sind 1 bis 2 Wochen nach dem Verfall im September eher negativ, weil die Marktteilnehmer sehr bullisch schon in diesen Verfall reingehen, aus Erfahrung, weil meistens die Kurse im Vorfeld eben steigen. Und dann eben, weil jetzt die Blackout Period richtig reinschlägt, so langsam, weil eben die US-Unternehmen oder immer mehr US-Unternehmen keine Buybacks mehr machen können. Dementsprechend ist normalerweise die Performance nach dem Verfall relativ schwach. Wir sehen hier auch sozusagen das Aggregate Equity Positioning, die 1,2 Standardabweichungen über normal ist derzeit. Wir haben also eine der durchaus historisch höheren Positionierungen auf der Long-Seite. Und das geht alles gut, solange es gut geht, aber nicht mehr gut, solange es eben nicht mehr gut geht. Aber die Amerikaner sind selig im Geiste, immer optimistisch und dementsprechend wird es natürlich gut gehen. Wir schauen uns mal die Charts an vorne, capital.com. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones. Man sieht hier diese Erholung, neuer Handelsoptimismus. Hier ging es morgens runter aufgrund der deutschen Daten, auch die französischen Daten schwach. Insgesamt die Daten aus der Eurozone. Aber jetzt erholt man sich, weil man sich sagt, ja hurra, wir kriegen irgendeinen Deal mit den Chinesen und dann wird alles wieder gut. Aber nein, nichts wird gut. Die Unsicherheit ist da, die wird sich jetzt fortfressen, Investitionsunsicherheit. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Und das sehen wir in den Daten. Selbst wenn es jetzt so einen Plastikdeal gäbe, so einen Interimsdeal, einen großen Deal gibt es sowieso nicht. Warum gibt es den nicht? Das wollte ich Ihnen auch noch zeigen. Weil dann die Chinesen, wie Rabobank sagt, eben komplett ihr Wirtschaftsmodell ändern müssen. Und das werden sie nicht tun. Und Trump wird wahrscheinlich nicht nachlassen, weil er glaubt, dass die Wirtschaft noch irgendwie gut drauf ist. Das ist zumindest das, was er behauptet. Ob er selber daran glaubt, das weiß man halt nicht. Schauen wir uns nochmal die Charts an. Wie gesagt, Dow Jones dann mit dieser Erholung jetzt nicht so wahnsinnig viel Veränderung bei den US-Indizes, auch beim S&P 500 nicht, 2995, aber wir waren ein paar zerquetschte schon weiter unten. Der DAX hat heute gelitten und ist da doch durchaus mit Werf nach unten gegangen, aber konnte sich dann erholen, eben aufgrund des wiedererwachten Handelsoptimismus der Amerikaner. Wir haben Euro-Dollar, der mit nach unten gegangen ist, wieder unter der 1,10er-Marke. Auch hier, wenn Sie das sehen, im Schacht der Fall nach den Daten aus Deutschland speziell, aber auch aus Frankreich. Wir sehen das Gold hier profitieren konnte, 1522, und das amerikanische Crude Oil geschüttelt von Aussagen erstmal von Aramco am Wochenende, ja, respektive einem Insider von Aramco, das kann bis zu 10 Monaten dauern. Die Saudis haben jetzt heute offiziell erklärt, ja, nächste Woche sind wir schon wieder voll dabei mit der Produktion, gell, kein Problem. Wer es glaubt, der wird unbedingt selig und bekommt dann im nächsten Leben ein paar hundert Jungfrauen an die Seite, so möchte man meinen. Also, es ist natürlich alles wunderbar, die Industrie schmiert ab, die Wirtschaft schmiert ab. Aber solange wir die Notenbanken haben, solange wir einen ganz tollen Deal zwischen den Amerikanern und China haben, ist alles super, ist alles wunderbar und wir müssen einfach mal an diese Message auch glauben und nicht immer so negativ sein wie dieser Fugmann da von Finanzmarktwelt, der nervt ja eh, oder? Servus und ciao.